Jobcenter-App bietet Ihnen viele Funktionen. Sie haben die Möglichkeit, uns über das Kontaktcenter zu erreichen, einen Telefontermin zu vereinbaren, den Bearbeitungsstand Ihres Neuantrags zu verfolgen oder Dokumente schnell und einfach zu versenden. Im Kontaktcenter können Sie Anfragen zu unterschiedlichen Themen stellen. Wählen Sie zunächst den Bereich aus, der zu Ihrem Anliegen passt. Danach geben Sie Ihr Anliegen an. Füllen Sie alle mit einem Sternchen markierten Felder aus. Vergessen Sie nicht, wichtige Dateien anzuhängen. Setzen Sie ein Häkchen, um zu bestätigen, dass Sie mit der Datenschutzerklärung einverstanden sind, und schicken Sie Ihre Anfrage ab. Über die Funktion Termin vereinbaren können Sie einen Telefontermin mit uns ausmachen. Wählen Sie auch hier den Bereich aus, der zu Ihrem Anliegen passt. Dann geben Sie Ihr Anliegen an. Füllen Sie alle mit einem Sternchen markierten Felder aus. Vergessen Sie Ihre Kundennummer nicht. Wir rufen Sie dann zur vereinbarten Zeit an. Über die Funktion Dokumentenversand können Sie uns wichtige Dokumente direkt über Ihr Smartphone zusenden. Auch hier wählen Sie den Bereich, der zu Ihrem Anliegen passt. Füllen Sie alle Felder aus und bestätigen Sie, dass Sie mit der Datenschutzerklärung einverstanden sind. Wählen Sie die Dokumente aus dem Speicher Ihres Telefons oder machen Sie ein Foto des Dokuments. Mit der grünen Plus-Taste können Sie weitere Seiten hinzufügen. Über die blaue Häkchentaste bestätigen Sie Ihre Auswahl. Stellen Sie sicher, dass alle Seiten Ihres Dokuments in dieser Ansicht zu sehen sind, und drücken Sie dann auf Abschließen. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail von uns, wenn die Dateien bei uns angekommen sind. Über die Funktion Bearbeitungsstand Ihres Neuantrages können Sie den Status Ihres Neukundenantrags mit Hilfe Ihrer Kundennummer abrufen. Füllen Sie hier alle Felder aus und bestätigen Sie, dass Sie mit der Datenschutzerklärung einverstanden sind. Beachten Sie bitte, erst wenn alle notwendigen Unterlagen eingereicht wurden, kann Ihr Antrag bearbeitet werden. Die Bearbeitung Ihres Antrags dauert etwa eine Woche. Die Informationen werden Ihnen dann per E-Mail zugeschickt. Die Dienstleistungen der Jobcenter Düsseldorf App finden Sie außerdem unter www.jobcenter-düsseldorf.de.